Guten Morgen oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Guten Abend. So, ich habe mir überlegt, was mache ich und so weiter. Und ich habe jetzt mich mal für JJiggy entschieden. Der habe ich halt selber auch seine Reaction-Videos gesehen, aber irgendwie so Musikstück von ihm noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Und ja, mal Feuer frei. Ja, komm, auf, beweg dich. Die Frisur ist gut. Deswegen habe ich heute auch mal kein Basecap aufgezogen, weil ich ja weiß, der hat auch so eine Locke. Alter. Ja, schönes Intro. Ich mag das, wenn so Gesang ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt irgendwie, aber leider taucht es dann oft nicht mehr auf. Trink Champagner, wenn ich Durst hab. Mach's wie Fitti, gib nen Fick auf dein Geburtstag. Powerbeam. Ja. Finde ich, gefällt mir sogar. Dün, dün, dün. Also das ist so, kommt schon so, boah, powerful rüber, aber auch nicht zu stark irgendwie. Also mit dem Klavier, das kommt, das hört sich gut an, finde ich. Alte Trauer, sie liegt 6 feet. Filme fahren wie Hitchcock. Wenn es überhaupt Klavier ist. Dün, dün, dün. Keine Ahnung. Shit klingt, als wär's ein Intro von Rick Ross. Doch ich fühl mich, als ob ich The Game bin. Sitz allein in einem leeren Raum und schreibe Classics. Sag mir, who rap back? Ja, wow. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, irgendwie. Gut, echt gut. Gefällt mir wirklich gut. Better than me. Zu vielen Dudes fehlt die Vocabulary. Fact, sie sind wack. Keine Dresse an den Pissern los. Kein Interesse an den Pisser. Ja, okay. Entfernen Sie von mir, meine Träume sind zu greifen nah. Leben nimmt gespenstliche. Oh, ich liebe das so, Bewegungen und so. Ja, so eine Art Kampfkunst gemacht, so einige Jahre. Und da haben wir auch so. Also da war auch Heilkunde dabei, das war so komplett irgendwie, ne? Aber auch, es sind einfach irgendwie geile Bewegungen und so, geile Stellungen halt irgendwie, ne? Das ist schon toll irgendwie. Also von daher habe ich dann auch so ein Auge auf Bewegung bekommen, irgendwie, ne? Züge an wie Schaffner in der Geisterbahn. Fahren ohne Reiseplan. Reise ist das Ziel. Reborn, ich bin angekommen. Wow. Kommt noch mal, ey. Finde ich sehr überraschend. Finde ich sehr toll. Mache Moves in meinen Schuhen, dicker. Jeder Schritt ist History. Weil jeder kleine Cut in Leder seine eigene Geschichte schrieb. Das gefällt mir sehr gut. Also es passt sehr gut. Diese Stimme gerade, Frauenstimme wahrscheinlich so. Das sowas gefällt mir, ja. Mach ich auf diesem Weg kein Cash, hab ich broke. Ich lauf step by step zum end of the road. Mir ist egal, welche wacken Beats du baust, welche Samples du missbrauchst, welche Melodien du klaust. Dass ich dich feier, kannst du ab. Dun, dun, dun. Das ist. Schminken wie Make-up-Schicht bei Frauen oder Faces von einem Clown. Fuck that shit. Mann, ich kann nicht mal über Mama rappen, weil mich sonst Schlaftabletten in Schubladen der anderen stecken. Ich hab zu tun, doch will dir kurz sagen, alles ist gut, du kannst ruhig schlafen. Mama, hey. Oh, Mama, muss es sein mit der Mama irgendwie? Ich weiß nicht. Also so viel Mama wie jetzt im Rap habe ich noch nie gehört, irgendwie vorher in Rock oder so. Also, obwohl, gibt auch Pop und so. Mama Mia. Heintje, Mama. Hey, Namaste. Früher konnte ich den Frieden in der Pfeife rauchen, Winnetou. Guck mal, heute ich tu genug, hab genug, bin genug. Und keiner von den Wichsern hier kann mir was anderes erzählen. Nee. Ich steh genau hier, wenn Gott mich sucht. Flow like I'm 18. Do what I wanna do. Moves, Plan, hab zu tun, hänge nicht mehr rum. Wie ein scheiß Grashüpfer, ständig auf'm Sprung. Now we keep up this way.
jeder Schritt ist History. Ist geil, echt. Keep on History. Das gerade eben so, das, die Stimme auch von der Frau so, ne? Ist geiles Stück, hey, Alter, hätte ich nicht gedacht, hey. Das sieht immer so irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich sag's mal nicht so, also, dass er halt viel Blödsinn macht oder so irgendwas, ne? Und manchmal ist er so angespannt, irgendwie sieht immer so aus, von den Augen so angespannt, aber das Stück ist richtig geil, irgendwie so, wow. Richtig gut gemacht, so, also auch die Musik gemischt, auch Klavier und so. Wow, hätte ich jetzt. Ich habe zwar immer mal wieder so auch mal so ein Reaction-Video von ihm gesehen dann und dann auch, dass er so ein bisschen nach Sachen nachgesungen hat oder irgendwas, ne? Aber das war so, also das. Weil jeder kleine Katzenleder seine eigene Geschichte schrieb. History. Ticker mache ich auf diesem Weg kein Cash, hab ich broke. Ich lauf step by step zum End of the road. Du, 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 du. Du, du. Du, du, du. Ja, wow. Also noch eine eigene Sache. Bitte hinterlasst ein Abo, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr möchtet, wie es euch gefallen hat. Ich bin jetzt auch auf TikTok. Und zwar möchte ich immer von solchen Videos eine Sequenz selber nachmachen. Ja, und ich lade die vor Mittag noch auf TikTok hoch. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr erraten, welches Video ich am Nachmittag meistens so zwischen 3 und 5 Uhr auf YouTube hochlade. Das ist so ein bisschen eine Challenge und so weiter. Ich finde TikTok gar nicht so schlecht, also gefällt mir gerade echt besser als Instagram, ja, Instagram bin ich nicht so warm geworden, aber TikTok kann ich, glaube ich, echt mehr Blödsinn machen und sowas und mich so diesbezüglich ausleben, also ich mache gern Blödsinn und ich war, manchmal weiß ich nicht in diesen Videos selber, Reaction-Videos, ob das so angebracht ist und sowas, so, ja, also das ist, okay, also, hat mir wirklich gut gefallen, wow, und hat mich echt überrascht, so, boah, hätte ich echt nicht gedacht. Und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie, wenn es mir nicht gefallen hätte, dann, ja, kann man lassen, ist okay, irgendwie so, ja. Aber, wow, okay. Also, hey, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten, weiß ich nicht, irgendwas, ne, Video. Okay, also, tschüss.